Nee, was für Menschen sind bessere Menschen, wenn es dich so sehr stört? Warum bist du denn hier? Ja, Video, klasse, vielen Dank. Was ist das denn bitte für eine Aussage? So viel zur Einleitung, ihr habt es ja gerade mitbekommen, ne? Vom Ausschnitt her. Mein Name ist J6, bevor das Video beginnt, erstmal einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann seid ihr immer up to date, was so in Berlin und Deutschland rundherum passiert. Berlin, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mein Name ist J6, all in the mix, habe ich vergessen zu sagen. Jetzt aber. Jetzt beginnen wir gerade. Gestern Abend auf einer Demonstration gab es diese Aussage von dieser Frau. Ich weiß nicht, wer die ist, aber sie soll wohl zu einer Neonazi-Szene gehören und hatte auch ein T-Shirt an, was auch in den ganzen Neonazi-Shops sehr bekannt ist. Woke Zero, ja, Woke Zero, weiß ich zwar nicht, was das bedeutet, aber ich habe halt noch einen Tipp bekommen vom Kollegen. Mein Kollege hat mir das Video zugeschickt, weil er dabei war auf der Demonstration und hatte diese unglaublichen Aufnahmen ergattern können, ja. Nee, was für Menschen sind bessere Menschen? Also ich bin geschockt, dass es sowas noch gibt im 21. Jahrhundert. Bitte was? Was ist das denn für eine Aussage? So hatte ich das sofort im Kopf. Und dann dachte ich mir, das kann aber nicht wahr sein. Wer tätigt denn heute so eine Aussage? Und sie hat das noch voll schnell gesagt. Ne, was heißt schnell? Sie hat das so sehr unscheinbar gesagt. Ne? So auf dem Motto, ja, so unterbewusst. Mal sehen, ob er es mitbekommt. Also sie hat ihn provoziert. Ja, und ja, aber die Leute waren nicht blöd, die haben das sofort gecheckt und sie haben das aufgenommen, ja. Die haben wahrscheinlich geahnt, was das für eine Frau ist und sie wurde dann aufgenommen. Der eine Kollege da, der mit ihr spricht, sein Name ist Fuad Musa. Der setzt sich schon sehr lange ein für Freiheit und Frieden und gegen Rechtsradikale, ja. Also Rechtsradikalismus, ja, da ist er immer dagegen. Ja, ich würde sogar sagen, dass er ein Linkspopulist ist, ja, oder zu den Linken angehören könnte, ja. Ich meine, ich könnte es denken oder sagen, aber stimmen muss es ja nicht, ja. Abgesehen davon denke ich mir einfach mal, es ist eine ganz normale Privatperson, die auch seine Videos macht in Deutschland. Ich habe mal ein bisschen was gesehen von ihm im Livestream, ja. Naja, auf jeden Fall geht es nicht um ihn, ja, und den lieben Fuad Musa, der auf der Palästinenser-Demo an dem Tag dabei war, sondern es geht um diese Frau. Die Frau war nicht jüdisch, nein, auch wenn die jüdische Fahne im Hintergrund weht, allein das ist schon peinlich, dass die Frau das in der Gegenwart von einer israelischen Fahne sagt, weil das sieht auch nicht gut für die Leute aus, ja. Ich glaube nicht, dass sie diese Frau da bestellt haben oder sie an ihrer Seite haben wollen, weißt du? Naja gut, es ist ja eben geschehen, wie es geschehen ist. Es ist passiert, wie es passiert ist. Auf jeden Fall, so ist das Leben. Ja? Jeder steht da, wo er steht, nicht einfach so. Ja? Tja, diese Frau hat einfach diesen Scheiß rausgehauen zum Schluss. Und ja, viel Empörung. Die Videos gehen gerade überall viral wegen der. Ja, ich dachte mir, ich gebe meinen Senf dazu. Habe ich gestern auf TikTok, mache heute nochmal auf YouTube, warum nicht? Ja, das muss wirklich verfolgt werden. Ne? Also, Rassismus darf nicht akzeptiert und aber auch nicht toleriert werden. Man müsste so ein eigenes Strafregister für Rassismus entwickeln. Ja? Ich meine, wir haben ja unsere Regeln. Wer was Rassistisches sagt, könnte eigentlich bestraft werden. Man darf ja nicht haha sagen oder keine Ahnung, irgendwie andere Sachen. Ne? Aber ihr seht es ja, ne? Ihr seht es ja. Das war eine Rassistin durch und durch. Ich feiere das auf jeden Fall nicht. Wo ist der Sinn? Weiße Menschen sind die besseren Menschen. Also Rassismus ist wirklich, also manchmal denke ich, was sind das für Leute? Es gibt ja auch wirklich große Leute, gelehrte Leute, also so Akademiker, so richtig gute Intellektuelle, sagt man. Und dann sagen die aber solche Aussagen wie sie. Das ist schon krank. Also wirklich, die Leute sind krank. Das ist das Problem. Deutschland ist am Ende, vom Stil her auch. Ihre Art und Weise, die sind am Ende. Ja, ja. Wie gesagt, dass sie Jüdin ist, schließe ich jetzt aus. Und da bin ich mir auch sicher. Sie war keine Jüdin. Ja? Sie war eine Deutsch. Was war sie? Die war nicht mal Deutsch. Das war keine richtige Deutsche. Laut ihrem Akzent und wie sie gesprochen hat, hat mein Kollege auch gesagt, der mir das Video geschickt hat, sie ist eine Frau aus Osteuropa. Irgendwo Richtung Osteuropa, Balkan. Aber wieso sagt man dann sowas? Nur weil sie weiß ist? Schaut mal, ich bin auch weiß.
neben dem Farbigen, neben dem Afrikaner bin ich auch weiß. Aber dann sage ich nicht zu den Afrikanern, hey, guck mal, du bist schwarz neben mir. Weißt du? Was ist denn das für eine Kacke so, weißt du? Was ist das für eine Logik überhaupt? Ja? Nee, also wie gesagt, es gibt richtig große, hohe, gebildete Leute, ultra intellektuelle Menschen, aber die dann wirklich auch sowas raushauen. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie studiert hat oder ein Abitur hat oder keine Ahnung, auf einer, keine Ahnung, bekannten Hochschule war. Hat ja damit nichts zu tun. Ich will euch einfach nur erklären, wie dumm Rassismus ist. Rassismus ist absolut nicht nur dumm, sondern komplett sinnlos. Komplett logikfrei. Komplett frei von Logik. Es ist dumm. Sind wir nicht alle gleich? Bluten wir nicht alle gleich? Gehen wir nicht auf die Toilette gleich? Es ist dumm, sich von der Farbe leiden zu lassen. Ja? Das ist schon krank. Klassifizierungen. Ja? Das ist ein Klassiker. Man macht Klassentrennungen. Ja? Spaltung erzeugt man damit. Wo bist du denn schlauer? Ja? Es gibt schwarze Menschen, die Milliardäre sind. Warum hast du keine Milliarde? So. Ist auch dumm. Auch genauso eine dumme Frage, die ich stelle. Ja? So. So bescheuert, ne? Wenn man danach gucken würde, könnte man auch nach Geld gehen, was komplett dumm ist. Noch dümmer als das, was sie gesagt hat. Ich mache euch nur einen Vergleich. Was ist das für eine Kacke? Was ist das für ein Vergleich? Weiße Menschen sind besser, sind bessere Menschen. What? So was habe ich noch nie gehört. Noch nie irgendwo. Und ich hoffe, die Frau kriegt ihren Fett weg und verliert ihren Job dadurch. Ja? Und wenn ich dazu meinen Beitrag leisten kann, dann mache ich das auch. Ja? Also ich verstehe das nicht, dass in diesem Ausmaß vor allem heute, die Spaltung ist unglaublich. Im 21. Jahrhundert und dann solche Aussage, nicht mal 5-jährige Kinder, die noch nicht mal in der Schule sind, würden so einen Scheiß bringen. Niemals. Kinder, wo man noch sagen könnte, ach, ist ein Kind, der weiß nicht, was er sagt. Er hat keinen Verstand. Nicht mal Kinder in ihrer Form, ihrer puren Form, würden solche Aussage tätigen. Ich bin besser als du im Fußball oder ich bin besser als du in das. Aber ich bin Mensch, und bin besser als du, als Mensch, weil ich so aussehe. Alter, das ist pure Dummheit, meiner Meinung nach. Ja, gut, das war's. Ich habe mich jetzt ein bisschen ausgekotzt. Weil ich meine, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, das kann doch nicht sein. Das ist so, wenn jemand ein Handicap hat, jemand behindert auf die Welt gekommen ist und dann sagst du, haha, ja, ich habe ein Bein mehr als du oder ich habe einen Arm mehr als du. Was soll das denn? Das ist genau dasselbe Ding. Das andere ist bloß dümmer, noch dümmer. Ja, gut. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Einmal in die Kommentare bitte. Ich lese mir natürlich alle Kommentare durch. Ganz, ganz wichtig, abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich lese mir alle Kommentare durch. Und ich bin fassungslos, Alter. Was für eine Aussage. Weiße Menschen sind bessere Menschen. What the... Was geht da ab? Ja? Danke euch fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin. Abonnieren, Glocke aktivieren oben auf alle Benachrichtigungen. Und sobald ich ein Video drop, werdet ihr benachrichtigt. Und ihr seid dann immer up to date. Peace. Menschen sind gleich. Scheißegal, wie sie aussehen. Selbst wenn die Mars-Menschen runterkommen, würde ich sie akzeptieren. Nee, weiße Menschen sind bessere Menschen. Wenn es dich so sehr stört, warum bist du denn hier? Nee, weiße Menschen sind bessere Menschen. Wenn es dich so sehr stört, warum bist du denn hier? Weiße Menschen sind bessere Menschen. Wenn es dich so sehr stört, warum bist du denn hier?